Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute hier auf meinem Kanal, Freunde. Ich habe noch mein kleines Thema hier, worüber ich mit euch reden möchte. Ich würde sagen, wir fangen direkt an damit, Freunde, und let's go. Wie sicherlich einige von euch wissen, haben sich ja in letzter Zeit einige Rapper von Bushido abgewendet. Unter anderem die Leute, die vorher in seinem Label bei EGJ waren und auch natürlich andere Rap-Kollegen, beispielsweise Flair. Und ich habe es ja auch schon in meinem letzten Video gesagt, dass Bushido höchstwahrscheinlich in nächster Zeit irgendwann innerhalb der nächsten paar Monate wahrscheinlich ein neues Album rausbringt, ob das jetzt CCN4 ist oder ob das irgendwie anders heißt, ist an der Stelle natürlich komplett egal. Natürlich an der Stelle. Und in dem Video hatte ich eben angesprochen, dass ich mir vorstellen könnte, dass es für Bushido relativ schwer sein wird, irgendwelche Features für sein Album aufzutreiben, da halt eben zurzeit nicht so viele Leute wahrscheinlich Lust darauf haben, irgendwas mit ihm zu starten. Der einzige, der natürlich bisher irgendwo bekannt war, bei dem das möglich wäre, dass er irgendwas mit ihm macht, ist natürlich bis jetzt noch Babazat gewesen, da der sich eben positiv zu ihm geäußert hat, beziehungsweise sich nicht negativ zu ihm geäußert hat. Heute ist allerdings noch jemand anderes dazugekommen, Freunde, und zwar wäre das Massiv. Ich lese euch einfach mal ganz kurz den Kommentar vor, den ich von ihm gescreenshottet habe, Freunde, um den es hier eben jetzt gerade geht. Und zwar schreibt er hier: war vorhin mit ihm angeln, bitte lass diese Fragen, es ist für mich null von Bedeutung, ob ein Rapper kifft, breakt, Skateboard fährt, auf Kletterwand klettert in Freizeit, ob einer tickt oder ob einer eine Türsteherfirma hat, und mich interessiert auch nicht, ob bei einem läuft oder nicht läuft, und ja, mich interessiert auch nicht, ob einer 100 Immobilien besitzt oder nur zur Miete lebt, und wer real ist und nicht real ist, juckt mich auch null. Was mich interessiert, ist gute Musik und nicht, ob einer um 12.23 Uhr im Streifen war gesichtet wurde oder ob einer über einen Stock gestolpert ist. Alles das gleiche, habt ein eigenes Leben. Ja, Freunde, auf jeden Fall eine ziemlich gute Einstellung. Erstens mal äußert er sich natürlich nicht negativ über Bushido. Er war auch angeblich eben mit ihm angeln. Ich weiß, es gibt auch schon einige Zweifel, ob das stimmt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so, warum soll das nicht stimmen? Also, ich meine, das ist jetzt nichts krass Besonderes, so, wenn die angeln gehen. Und selbst wenn Bushido zurzeit noch Polizeischutz hat, was er ja scheinbar noch hat, dann wäre das auch nicht irgendwie undenkbar, dass das nicht möglich wäre, für ihn angeln zu gehen. Ich denke mal, dass da dann auch sich bestimmt jemand dazu bereit erklären würde, da mitzukommen. Und ja, was ich auch eben sehr gut finde, ist Massivs Einstellung generell, was das Thema Musik und die Künstler betrifft. Ich bin ja auch so jemand, ich wende mich nicht von dem Künstler ab oder höre einfach die Musik von dem Künstler nicht mehr, weil irgendwas privat vorgefallen ist, was vielleicht nicht so cool ist oder nicht so cool war, wie es angeblich oder anscheinend jetzt bei Bushido eben der Fall war, sondern mir geht es einfach rein um die Musik. Ich höre die Musik, weil ich die geil finde, weil ich die feier, und das werde ich dann natürlich auch nicht aufhören, Freunde. Das habe ich euch auch schon öfters gesagt. Nehmt euch daran auf jeden Fall ein Beispiel, Freunde. Nehmt euch da ein Beispiel an Massiv und supportet den Künstler einfach weiter, Freunde. Scheiß auf das, was privat passiert. Legt einfach euer Hauptaugenmerk einfach nur auf die Musik. Und ansonsten werden wir natürlich auch in nächster Zeit noch sehen, ob irgendwie ein Feature oder so von Bushido und Massiv kommen wird. Ich denke mal, wenn Bushido ein Album macht, wäre es auf jeden Fall nicht undenkbar. Wie gesagt, würde ziemlich gut passen, da er wahrscheinlich zurzeit nicht so leicht Features bekommt oder nicht mit jedem Features bekommt, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren gewesen wäre oder vor ein paar Monaten. Und dann denke ich mal, ist er natürlich auch froh, wenn es ein paar Künstler gibt, die weiterhin hinter ihm stehen oder die ihn halt eben nicht irgendwie in der Öffentlichkeit negativ darstellen lassen. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen, Freunde. Wenn dem so sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.